Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Stardew Valley auf dem Internetshof auf meinem Kanal der Macintosh. Und natürlich brauche ich erst den Lappen. Ist mir zum Glück direkt aufgefallen. So. Gut. Wir haben gestern. Heute ist der letzte Tag des Frühlings. Wie ist das Wetter morgen? Es wird morgen schön. Die Königin der Soßen. Grüße, ich bin es, die Königin der Soßen. Ich stelle euch köstliche Rezepte aus meinem geheimen Kochbuch vor. Das Gericht dieser Woche ist Glücksmahlzeit. Einer alten Legende nach können Geister des Glücks und Schicksals diesem Gericht nicht widerstehen. Nachdem du es gegessen hast, wirst du vermutlich einen gutgesinnten Geist mit deinem Bauch anziehen, wo er dich bis zur vollständigen Verdauung mit Glück beherrscht. Klingt merkwürdig, was? Ich glaube auch nicht unbedingt daran, aber das Gericht ist trotzdem lecker. Du hast gelernt, wie man Glücksmahlzeiten macht. Let me see. Ich würde gerne mal wissen, wie das Ding überhaupt aussieht. Und vor allem... Ah! Dafür brauche ich eine Seegurte, eine Tortilla und eine blaue Jatz. Jazz. Ja, gut. Egal. Hübsch. Hübsch. Gib mir das. Ich würde gerne das Gelee, genau. Achso, und ich würde gerne noch ein Gelee machen. Mach das da rein, geht doch. So, also, ich habe jetzt mein Gewächshaus. Für das Gewächshaus ist von Wichtigkeit uralte Samen, seltene Saat, Melonensaat, Erdbeersaat. Und eventuell das. Nehmen wir ruhig auch noch mal eine Tomate mit dazu. Warum mache ich das? Erst einmal habe ich mir überlegt, natürlich kommen in das Gewächshaus Sachen rein, die selten sind, Sachen, die mir was bringen, aber ich möchte auch unabhängig vom Wetter in der Lage sein, die wichtigsten Sachen selbst zu produzieren. Zum Beispiel Pizza. Das wird also quasi mein Pizzabaukasten. Ich sammle ja schon die ganze Zeit Käse zusammen. Und jetzt kommt halt noch Mehl und Tomaten dazu. Als Pizzabaukasten. Nicht wahr? Oh, ist das hübsch! Es ist so hübsch hier drin! Okay, also. Fangen wir doch mal direkt hier in der Ecke an. Nummer 1. Dann haben wir da ein Feld. Da ein Feld. Da den nächsten. Gut, die lasse ich jetzt erstmal. Also, ich möchte gerne... Oh shit. Den wollte ich nicht haben.
Okay, also den die Tomatensaat kommt hier oben direkt. Da kommen Tomaten hin. Und Weizen. Kommt hier hin. So. Jetzt würde ich gerne das aussäen und das aussäen. Und ich würde auch gerne Erdbeeren aussäen. Und als nächstes Melonen. Also brauche ich tatsächlich noch vier von den Sprinklern. So. Jut. So. Gut, dann pflanzen wir als erstes diese da oben. Wobei, warte. Wir machen doch lieber Erdbeeren hier hin. Und an die andere Stelle die Melone. Also es ist mein Ziel, dann später das alles voll zu machen. Ich weiß gerade gar nicht, wieso habe ich da nichts hingetan? Dann kommt da der Kaffee hin. Denn Kaffee möchte ich ganz gerne auch haben hier drin. So. Okay. Und jetzt? Warte mal, jetzt ist generell mal die Frage. Der wäre hier. Und der wäre dort. Das passt also ganz, ganz wunderbar. Dann habe ich hier unten noch zwei frei. So, und ich möchte gerne hier in die Ecke diese uralte Saat reinmachen. Ich glaube auch schon, ich weiß, was das alles ist. Und jetzt muss ich das einmal gießen, weil heute früh hier noch nichts gegossen war, weil die da noch nicht standen. Die gießen ja immer morgens einmal. Und deswegen mache ich das jetzt einmal von Hand. Das ist dann aber ab morgen nicht mehr wichtig. Es wäre ja eigentlich dann auch noch schlau, wenn ich jetzt noch schnell die restlichen Felder hier frei hack. Na toll, das war natürlich nicht unbedingt so optimal. So, jetzt habe ich zumindest schon mal alles freigehackt. Okay. So, als nächstes weiß ich, dass ich gerne Obstbäume da reinstellen würde. Bevor ich mich jetzt aber allerdings darum kümmere, werde ich mich jetzt erstmal um meine Tiere kümmern. Und da ist jetzt die Frage, hier unten war ich, da ist nichts. Hier brauche ich gerade nichts auszusäen, weil morgen sowieso alles neu anfängt.